beteiligt auch Beamte der GSG 9 und mehrerer Spezialeinsatzgruppen. Millionenschwere Kokainhändler, eine Bande, die über ganz Europa verteilt war, und im Mittelpunkt ein Unternehmer aus Deutschland. Im heutigen Video geht es um den Schlag gegen ein hochkomplexes Kokainnetzwerk in Europa. Bei der internationalen Ermittlung von Europol, an denen mehr als 8 Länder beteiligt waren, wurde im Februar 2022 ein Netzwerk von albanischen Kokainhändlern ausgehoben, welches sich bis nach Lateinamerika erstreckte. Alles begann 2018 in einem kleinen spanischen Vorort und einer unauffälligen Villa am Stadtrand. Nichtsahnend lässt damals ein führendes Bandenmitglied einen Drogenkurier in sein Haus, welcher observiert wird. Obwohl die Ermittler bis dato das Bandenmitglied nicht auf dem Schirm haben, führt der Kurier, den die Beamten eigentlich überwachen, sie unbewusst zu seinem Auftraggeber. Sofort wird bei der Abhöraktion klar, dass die Ermittler hier etwas Großem auf der Spur sein müssen. Wenig später wird das Mitglied mit abgefangenen 400 Kilo Kokain in Verbindung gebracht, woraufhin die spanische Polizei ihn verhaftet. Nach seiner Festnahme wird eine Spezialeinheit bei Europol gebildet, welche weitere Aktivitäten seiner Gruppe ermitteln soll. Innerhalb von knapp 2 Jahren gelingt es dieser Einheit, mehrere große Drogenlieferungen in ganz Europa sicherzustellen. Die späteren Ermittlungen werden dann die Beschlagnahmungen mit dem Netzwerk und ihren Hintermännern in Verbindung bringen. Ermittler in den belgischen Medien sprechen von einer Größenordnung im zweistelligen Tonnenbereich, Stoff für mehrere Milliarden Euro. Innerhalb dieser Operation wurden auch die amerikanischen Behörden um Hilfe gebeten, welche schnell feststellen konnten, dass die Gruppe auch über ein eigenes Netzwerk in Lateinamerika verfügt. So standen sie im direkten Kontakt mit den dortigen Kokainhändlern der verschiedenen Kartelle und organisierten den Ablauf. Dieser kleine Teil der Gruppe war wie eine Auslandsvertretung des europäischen Netzwerks, so als würden Unternehmen wie Mercedes ihre Qualitätsprüfer in ausländische Werke schicken, werden Beamte später in den Ermittlungsakten zitiert. Der lateinamerikanische Teil des Netzwerks hatte alleinig den Auftrag, Preise und Lieferwege direkt vor Ort auszuhandeln, und kümmerte sich um den reibungslosen Transfer des Geldes an die örtlichen Kartelle. Auf diese Weise stellte das Netzwerk sicher, dass die Qualität ihrer Ware vor Ort überprüft werden konnte und man das Geld nicht über unbekannte Dritte an die Händler übergeben muss. Trotz des starken Ermittlungsdrucks von Europol blieben viele der Mitglieder während der Ermittlung unbekannt. Die Verdächtigen hatten mehrere Systeme und Methoden, um sich den Überwachungsmaßnahmen erfolgreich zu entziehen. So wechselte in einem Beispiel ein Mitglied nach jedem wichtigen Anruf seine SIM-Karte und sein Smartphone. Die Beamten wurden Zeuge davon, wie er in den Jahren über hunderte Handys nach nur einem einzigen Gespräch wieder entsorgte. Der entscheidende Durchbruch kam für die Ermittler am Anfang des Jahres 2021, als die Täter sich scheinbar zu sicher fühlten. Den niederländischen und belgischen Ermittlern war es gelungen, den verschlüsselten Kommunikationsdienst Sky zu knacken, der Millionen Chats von Verbrechern weltweit verschlüsselt hatte. Monatelang fingen die Beamten unentdeckt die Nachrichten des Netzwerks ab und identifizierten entscheidende Kontakte und Mitglieder in Europa, sowie in Ländern wie Ecuador, Brasilien oder Kolumbien. So wurden zahllose private Handys von Mitgliedern überwacht, welche sich an identischen Standorten ins Internet einloggten, wie die verschlüsselten Handys, die sie bei sich hatten. Auch wurden in einigen Beispielen Bilder von harmlosen Pizzalieferungen und Ähnlichem verschickt, die für die Verdächtigen nichts Besonderes waren. Doch anhand des Lieferdienstes auf der Verpackung und den Rechnungen konnten die Ermittler die genaue Uhrzeit und den Standort bestimmen und so die anonymen Nutzernamen echten Personen zuordnen. Auch wurden auf diese Art kritische Informationen von den Behörden abgefangen, die sie anders nicht erlangt hätten. Es wurde festgestellt, dass das Netzwerk, das in erster Linie aus Albanern bestand, enge Kontakte zu Mitgliedern der Mafia in Italien pflegte. So wurde gemeinsam Kokain, das in Containern in den Häfen von Antwerpen und Rotterdam ankam, weiter nach Italien geschmuggelt, um dort verkauft zu werden. Die Italiener nutzten gegen einen bestimmten Prozentsatz den Handelsweg der albanischen Gruppe und beteiligten sich auch selber direkt an mehreren tonnenschweren Kokainlieferungen. So wurde das Kokain per Schiff oder Flugzeug aus Lateinamerika nach Europa importiert und landete in den verschiedenen Häfen in Belgien und den Niederlanden. In Europa angekommen, wurde das Rauschgift in Autos und LKWs eingebaut,
und an Großhändler des Netzwerks und Geschäftspartner in ganz Europa verteilt. Vor allem belgische und spanische Ermittler gingen gezielt gegen die Bande vor, da sie in Spanien viele Unternehmen und Immobilien besaßen. Mutmaßlich dienten diese dazu, die Gewinne aus dem Drogenhandel zu waschen und ein legales Image zu erschaffen. Mitte Februar 2022 beschlossen die Ermittler, die Operation erfolgreich abzuschließen und versetzten dem Netzwerk einen empfindlichen Schlag mit einer europaweiten Polizeiaktion. 600 Beamte führten gleichzeitig koordinierte Razzien in ganz Europa gegen die Mitglieder des Netzwerks in Spanien, Belgien, Kroatien, Deutschland, Italien und den Niederlanden durch. Knapp 80 Objekte und Geschäfte wurden in 6 Ländern durchsucht und über 45 Verdächtige festgenommen. Alleine nur in Belgien beschlagnahmten die Beamten mehrere Millionen Euro Bargeld, sowie 12 Schusswaffen und eine größere Menge Kokain. In Spanien waren es ein Dutzend Luxusautos und eine Yacht, 86 Kunstwerke im Wert von über 5 Millionen Euro, sowie Immobilien und Villen im Wert von mehr als 30 Millionen. Unter den Festgenommenen befand sich auch die Hamburger Kiezgröße Bashkim Osmani, der laut Ermittlern als ein führendes Mitglied und eines der mutmaßlichen Köpfe des Netzwerks gilt. Die millionenschwere Villa des Paten auf Mallorca wurde durchsucht, während er gleichzeitig in Kroatien festgenommen wurde. Bashkim Osmani und seine Brüder waren in Hamburg als millionenschwere Unternehmer bekannt geworden, die aber auch gleichzeitig immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerieten. So kam seitens der Behörden schnell der Vorwurf, dass sie Teil der organisierten Kriminalität seien. 2008 wurden beide Brüder durch ein Spezialeinsatzkommando festgenommen, weil sie angeblich Kredite in Höhe von 27 Millionen Euro erschlichen haben sollen. Vor Gericht lautete damals das Urteil mehrere Jahre Haft für die Brüder, während Bashkim gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 900.000 Euro wieder freikam. Die primitiven Journalisten als Zielscheibe des Frusts der Osmani-Brüder. Ach, die habe ich vermisst. Wie geht's? Duzen wir uns? Ach so, alles klar. Der jüngste Bruder der Osmanis hat vor dem Gerichtssaal einen Kollegen angespuckt. Im Auftrag von Europol wurden unter anderem auch in Hamburg 7 Objekte im Zusammenhang mit dem Unternehmer durchsucht. In der Hansestadt hatte er gemeinsam mit seinen 3 Brüdern durch Immobilien und im Nachtleben ein Vermögen angehäuft, das sich laut Schätzungen auf über 300 Millionen Euro belief. Selbst der Bundesnachrichtendienst begann sich damals für ihn und den schnellen Aufstieg seiner Familie zu interessieren. Trotz der damaligen Ermittlungen durch den deutschen Geheimdienst konnte seine Zugehörigkeit zur organisierten Kriminalität nie gerichtlich nachgewiesen werden. 2007 gab Bashkim Osmani einer kroatischen Zeitung ein längeres Interview über seinen Werdegang in Deutschland. Darin erzählte er, wie seine Familie Ende der 70er Jahre nach Deutschland gezogen war und wie sie so schnell erfolgreich wurden. So gründete er die bekannte Diskothek Pupasch in Hamburg sowie 17 weitere Bars und Clubs. Geholfen hätten ihm seine Verbindungen ins Milieu sowie seine Kontakte zur deutschen Politik. Ich wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn ich nicht so gute Beziehungen zur deutschen Politik hätte, erklärte er damals der Zeitung. So habe er die Gebäude einer ganzen Straße in Hamburg vom deutschen Staat gekauft und mehr als 200 Wohnungen renoviert. Mit der Agentur Sportsline hatte Bashkim sogar die Rechte von einigen Bundesligaspielern und sei zeitweise Aktionär bei Red Bull Salzburg gewesen. Doch nun muss sich der millionenschwere Pate aus Hamburg ernsten Vorwürfen stellen, so ermittelten in dem Verfahren von Europol zeitweise auch amerikanische Behörden gegen ihn. Es geht um die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro und dem Vorwurf des internationalen Drogenhandels.